Doch ich hüße Pfarrer. Er hat sich vom Kirchenrat nichts sagen lassen. Er hat nach seinem Gewissen gehandelt. Und das ist das Entscheidende, dass unsere Pfarrerinnen und Pfarrer nach dem handeln, was für ihr Gewissen und vor Gott und nach der Heiligen Schrift das Wichtige und das Richtige ist. Er hat nicht gesagt, hey, wo ist dein Anzug oder Krawatte, sondern er hat die einfach in den Arm genommen. Ich meine, hey, wenn du so lange auf der Gas bist und noch überall Blut, und er umarmt dich einfach. Du bist einfach willkommen und er sagt nicht, hey, du sollst dich zuerst waschen. Sein Einsatz für Randständige, für Menschen, die Probleme haben, für Menschen, die von der Gesellschaft ausgestoßen sind, mein Herz schlägt eben für das. Und auch wie der Pfarrer selber siehst, er hat das von Gott bekommen. Und er hat genau das umgeändert und uns auch die Botschaften weitergegeben. Der Pfarrer hat nicht nur von Jesus geredet, sondern hat das gelebt, was Jesus eigentlich vor 2000 Jahren uns vorgelebt hat, wo man in der Bibel liest. Er war ein Macher, er war theologisch sehr fundiert, messerscharf, aber er war auf Augenhöhe mit uns, er hat uns genommen, wie wir sind. Gottes Wort nicht nur zu verkünden, sondern auch zu tun, zuzupacken. Mit Hand und Herz war ihm ein Herzensanliegen. David's in Straß, wo etwas los ist, voller Licht. Er rief hat bissen, auch wenn's die Heime schlafen wend. Sein einzig Ziel, was geht, über die Street. Jahr heavy drauf gewesen. Aber heute bin ich seit gut 10 Jahren klein und trocken dank Jesus Christus. Heute mache ich selber Gassenarbeit. Der gehört Jesus Christus, weil ich habe es nicht geschafft. Und Ernst hat mir aber viel geholfen. Er hat eben auch diese Menschen gesehen. Und er hat sie für uns sichtbar gemacht. Er hat die Politik angeklagt und ihr hat gleichzeitig geholfen, einen Weg zu finden. Er hat selber angepackt und gleichzeitig dafür gesorgt, dass auch die Politik mit dem Wegschauen aufhört. Mir ist noch wichtig, dass das, was der Sieber angefangen hat, wirklich weitergeht. Dass jetzt, wo die Galionsfiguren weg ist, dass eben nicht aufgehört wird mit Spenden, dass die Sonnecke weitergeführt werden und Brotdeck und Sonnenstube und all seine Werke, oder, dass das wirklich weitergeht. Also meine Frau und ich verdanken uns, verdanken dem Pfarrer, unser Leben. Rest in peace, Ernst. Rest in peace. Danke.